Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der La Coronella. Ja, erstens mal, es war eine Folge verspätet, aber alles gut im neuen Jahr. Und wie ihr seht, sind wir am Landhandel. Der Jago und der Carlos, die sind hier fleißig am Big Packs produzieren. Moin, moin. Hallo Carlos, hallo Thiago. Hi Pablo. Hallo Zuschauer. Und zwar kriege ich auch zwei Big Packs davon. Und da der Thiago so einen großen und langen Anhänger hat, nimmt er die gleich mit für mich. Ist das nicht schön? Und solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. So. Wegmachen. Krieg das nicht raus da. Gerät, ne? Das. Da muss Geld da sein. Fühle mich tatsächlich gerade ein bisschen unnütz hier. Ah, kannst die Spanngurte dran machen. Darfst du, Pablo. Nee, Ladungssicherung ist Sache des Fahrers. Das stimmt. Soll ich die Anzeige überwachen? Passt schon. Null. Null. Da steht ja Null. Da steht Null. Korrekt. Ja. Es. Carlos, fehlt noch eins. Oder? Drei Stück Theo und zwei du. Ach so. Wir haben noch einen letzten Rest vom Schützenfest. Den kann er auch noch haben. Wie viele Liter sind denn das hier? Keine Ahnung. Kann er auch noch mitnehmen. Den halben Sack hier. Du wolltest 4000 Liter. Ja, ich wollte 4000. Ne? Stimmt, das sind ja 2000 Liter Säcke. Ja. Genau. Wie viel sind da drin? Theo? Ein Liter. Und dann konnte ich den nicht anheben. Oh mein Gott. Das wird mal ein bisschen ins Training gehen da. Ach. Jetzt weißt du auch, dass ein 1-Liter-Sack, der gefüllt ist, genauso groß aussehen kann wie ein 10-Liter-Sack. Kommt Tisch immer auf die Menge an, ne? Ja, der hat aber auch schon mit einem Liter 251 Kilo, ne? Speise noch ein Gurt drüber. Pablo, kannst du gerade mal das vorziehen? Die Plane? Ja. Vorsicht. Huch. Oh. Ja, ja. Uff. Ja, und jetzt die Plane. Ne, noch einer. Und jetzt Plane. Zack! Danke dir. So. So, alles du. Perfekt. Oh, danke. Oh, Arbeit gespart. Danke. Ja, kein Problem.
Wo sind jetzt hinter, wo sind jetzt hinter Carlos? Ich habe keine Ahnung. Ist er. Hier ist er. Kein Stress. Da ist der Carlos. So, Carlos, machst du mir dann gleich soweit die Rechnung fertig? Bei mir bitte auch. Das sind von bei dir, Theo, sind es 900 und bei dir. Oh, wir sind 600. Euro. Die könnt ihr mir eben so geben. Ah, okay, okay. Ja, habe ich natürlich immer dabei. Ja. Ihr seid Bauern, na sicher habt ihr die Kohle dabei. So, was Kleines noch. Gut. Ach, das ist aber nett. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Auch von mir noch mal. Das Kleines Danke, dass das so schnell ging. No. Ja, ja. Das dauert ja nicht lange, das ja, normal sagst du ja immer, immer vorbestellen, immer vorher anmelden und sowas. Naja, ich werde jetzt keine Big Packs mehr auf Vorrat produzieren. Das macht keinen Sinn. Die stehen so. Sonst nur rum und gammeln da vor sich hin, das macht keinen Sinn. Ja, richtig. Apropos Pablo, ich habe schon wieder Zuckerrübenschnitzel, ne? Fertig. Oh! Ohne Ende. Hast du mit dem Bedarf? Ich gehen höchstens knapp 10.000 Liter rein, also schauen wir mal die Tage nochmal. Ja, gut. Und wie sieht's mit dem Methan aus? 1.000. In den letzten 3 Tagen, ne? Ja. Also so 350 pro Tag etwa. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja. Apropos Perfekt. Methan, Pablo. Ja. Bist du Pablo? Ja, Pablo. ich bin aber überlegen, ob ich mir einen kleinen Traktor hole, der aber mit Methan angetrieben wird. Ja. Könnte man sich doch bestimmt auch mal zusammensetzen, irgendwann die Tage, wenn das alles unter Beschluss ist, dass ich mir den kaufe, dass da so eine regelmäßige Lieferung kommt, oder? Das irgendwie im Bereich des Machbaren. Es gibt da eine Tankstelle bei der BGA Ost mit Biomethan. Okay. Du kannst es aber dann nicht liefern in Gasflaschen oder sowas, oder? Nee. Das ist flüssig quasi. Eine Tankstelle hätte ich bei mir auch. Oben an meiner Tankstelle hier. Ja. Ja, schauen wir mal die Tage an. Müssen wir mal testen. Das schauen wir dann, genau. Genau. Super. Dann treffen wir uns gleich bei mir. Ja, alles klar, machen wir dann. Super. So, danke euch. Carlos. Carlos, dann vielen Dank. Noch einen schönen Tag. Bis später. Ebenso. Oder so. Und tschüss. Tschüss. Gleichfalls. Ciao, ciao. So, Leute. Dann fahren wir mal zurück. Machen wir das kurz so. Perfekt. Gehen wir nämlich vorher. Ich muss ja sowieso an meinen Hof. Ich habe. Junge. Pablo? Ja! Alles gut bei dir? Ja, ist irgendwas passiert? Nee. Mein Gewicht hat hier hinten angehängt. Dann hat es den Traktor ein bisschen umgerissen. Ja, siehst du hier. Das ist am Reserverad. Ach, du Gott. Naja, okay, gut. Dann muss ich das mal austauschen. Ey, es tut mir so leid. Ich war so schnell unterwegs gewesen. Ich hab's gemerkt. Und mit dem Gewicht, ey, ich hätte eigentlich gucken müssen, es tut mir so leid, Papa. Alles gut, fahren wir weiter, dass wir die Straße nicht blockieren. Ja, alles klar. Uiuiui. Das kam unerwartet. Definitiv. So. Haben wir aber mal hier durch. Aus Sicherheitsgründen. Und dann. Jetzt sind wir nämlich vor ihm.
Da haben wir nämlich noch ganz kurz Zeit, die Sämaschine zu holen. Ja, was ich erzählen wollte. Ich war gerade am Mais ansehen. Es ist April, man kann wieder säen. Und das war ich tatsächlich gerade am Machen, als mich der Thiago angerufen hat wegen Kalk, dass er meins auch mitnehmen könnte, falls ich was bräuchte. Und ja, ich denke, das war soweit alles. Genau, und es ist mir Saatgut ausgegangen. Hat mehr Saatgut benötigt, als ich erwartet habe. So. Ich weiß, ich sollte wieder ein bisschen mehr Innenansicht fahren, aber habe ich ehrlich gesagt gerade nicht so Lust dazu. Deshalb. Ich war zuerst. Tippetoppi. Ach komm. Wen juckt? Was ist denn so beim Förster hier oben? Man sieht nicht viel, ne? Was macht denn das Polizeiauto hier oben? Interessant, interessant. Ja, mein Mitarbeiter, der Alejandro, der ist leider schon wieder weg. Der war gestern kurz da. Aber ist heute schon wieder an einem freien Tag. Hoch. Glaube ich, ne? Stimmt, das wisst ihr gar noch nicht. Ich war abgeschlossen. Ich habe die andere Sämaschine wieder verkauft, weil die ist so scheiße im Handling, dass ich mir diese hier geholt habe und zusätzlich noch einen Grubber. Und der Grubber war tatsächlich im Angebot. Ja. So. Ach so. Dann stellen wir den nämlich mal da nach hinten. Ist der LKW. Und der mit dem Anhänger auch gut drehen kann. Meine Fresse, hat der einen scheiß Einschlag mit der Sämaschine. Das ist unglaublich. Das passt doch soweit mal. Ja, die Wiese ist auch endlich erntereif. Schön saftig und grün. Ja, so eine Wiese sein soll. Ich hoffe, der hat einen Frontlader dran. Weil mein Frontlader hat gestern Alejandro mitgenommen. Weil der wollte noch zum Händler und ich habe sonst keinen mehr hier. An die? Nee. Ah ja!
Das passt doch ganz gut. Hallo. Hi Pablo. Du. Sag jetzt nicht, was du bist. Deiner Fahrweise. Ja, was soll ich sagen? Ja. Solange es dir gut geht, solange es mir gut geht. Ehrlich? Der muss runter, den schenke ich dir. Schau mal, die kannst du hier hinten in die Ecke stellen. Einfach irgendwie. Seht ihr, das ist mein Mitarbeiter. Er stellt es einfach irgendwie irgendwo hin. Hauptsache nicht mehr bei ihm. Ist unglaublich. Ich würde es bei mir gar nicht geben, sowas. Ich würde es ja gerne umstellen, aber ich habe keinen Frontlader mehr hier. Ja, mein Traktor ist hier, also wenn du kurz brauchst, hast du Bescheid. Hoppa. Also Glück habe ich Gewichte in den Reifen drin. Ja, Radgewichte, ja. Heißen die? Ja, Radgewichte, genau. Ansonsten wäre ich gerade einmal umgekippt. Ja, ich habe gehört, es gab in einer anderen Gemeinde mal einen Landhandel. Er hat das auch nie begriffen. Es ist dauernd auf der Seite gelegen. Ja, das ist so Fälle gibt es leider Gottes öfter. Du kriegst 2 Stück, ne? Genau, 4000 Liter. Ja, noch ein bisschen vor. Jawohl. Nicht so hoch. Jetzt kannst du. So. War das auch mal ein bisschen fest. Ah. So, Pablo, hier, mach du mal, wie du brauchst. Ich kann dir den Frontlader leider nicht da lassen, weil der extra hier für dieses Fahrzeug konzipiert ist. Nee, alles gut, alles gut. Ich muss nur die Palettengabel. Ja, ja, mach du dir mal keinen Stress. Ist, aber wehrt sich toll. Ja. Ein Großtraktor mit Frontladeranbau kannst du eigentlich überhaupt nicht meckern. Ja, so einen großen Trecker bin ich noch nie gefahren, glaube ich. Ja, ich sag mal so, irgendwann muss man sich halt auch mal was gönnen, ne? Und in dem Fall war es halt soweit. Und ich bin selbst jetzt hier hochgefahren mit dem Anhänger. Ja, und ich war auf, ich glaube, 32 Tonnen oder sowas, Gesamtgewicht. Ja. Da bin ich, glaube ich, mit 15 km/h hier hochgefahren. Das hätte ich mit dem anderen niemals geschafft, hier hochzufahren. Ja, willst du den gleich wieder anhängen oder an. Also. Ja, wenn du fertig bist. Den Frontlader. Dann. Nö, ich würde so fahren. Ja, dann muss er nämlich den erst wieder bewegen, um sein Fahrzeug zu kriegen. So, kann das sein, dass dein Mitarbeiter irgendwie einen Nebenjob noch hat? Wieso? Hast du eine Fastfood-Kette? Ich weiß nicht, ob der einfach Werbung macht für die. Oder ob das ein alter Van ist, den er so gekauft hat, keine Ahnung. Aber es ist immer noch besser als McDonald's, ne? Ja, natürlich, aber das King ist halt bei dem Mitarbeiter fehl am Platz, ne? Ja, Burger.
Bürger Noob müsste dann da eher stehen für ihn. Was hat er denn für ein Kennzeichen? Ja, dachte schon, die 31. Warte, ich mach die wieder zu. Zack, rüberschieben und zack, rüberschieben und holla! Wunderbar, super, Pablo. Du, ich danke dir vielmal. Mach dann 500 Euro Liefergebühr, ne? Was? Nein, Quatsch, ich hab's dir angeboten. Alles gut. Nein. Weißt du was? Jetzt ist dir aber kurz das Herz in die Hose gerutscht, oder? Weißt du was? Als Dankeschön. Nein, das kann ich nicht annehmen. Ja, ist schon passiert. Nimm's. Nein, ich will das Geld nicht. Behalt's. Nein? Doch. Ich will das Geld nicht, behalte das. Ich will's auch nicht. So, dann lassen wir's halt. Ja, komm, ist okay jetzt. Pablo, ich wünsche dir was. Hey, gleich bald, besten Dank. Nimm den Fortlader noch ein bisschen hoch. Jawohl. Ei, ei. Ja, nicht schlecht. So. Ich mache mich jetzt aber weiter an die Feldarbeit. Und würde sagen, nehme euch dann einfach in der nächsten Folge wieder mit. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und ich hoffe, ihr habt auch begriffen, was hier vor sich geht. Nach dem ganzen Alkohol an Silvester. nee, natürlich nochmal alles Gute zum neuen Jahr. Ich hoffe, das Jahr wird besser. Ich weiß, es wird nicht so, aber ja. Auf jeden Fall Däumchen, Abo nicht vergessen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja.